So, der möchte nicht abhauen, der möchte gerne hier bleiben. Guck mal hier, guck mal, guck mal. Hier haben wir noch so ein Täschchen. Da wieder diese. Ja, okay. Achtung, Tierkörper. Nicht. Nein, nicht da anschmusen, nein. Sonst fällt die Kamera runter. Jetzt achtet mal. Jawohl. Wie soll man das? Wie soll man so arbeiten? Julia. Was soll das? Was soll das hier? Ja, aber ich will doch hier Sachen hinlegen. Es war nicht dafür gedacht, dass du dich hier hinlegen kannst. Gut, ich versuche mal weiterzumachen. Also hier nochmal so ein Mäppchen. Das mache ich auch. Guck mal, hier ist hübsch, ne? Das ist so hübsch. Auch hier. Ey, nicht treten. Das ist unfair. Hau ab jetzt. So, und jetzt gucke ich mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, wie süß. Ich liebe diese Schmettis. Ich habe ja schon ein paar. Oh, und Lilibelle ist auch dabei, habe ich gesehen. Das stecke ich mal hier rüber. Und jetzt schaut mal. Ich habe ja schon so Acrylschmetterlinge, aber das sind andere. Und das sind jetzt wieder andere. Und hier sind auch noch die Bällchen bei. Oh, sind die schön, danke. Und ich bin ja so knauserig damit. Oh, die sind schön. Dankeschön. Ich lege die mal hier hinten hin, vorsichtig. Weil hier liegt ja immer noch der Kater in der Gegend rum. Junior, kannst du nicht mal verschwinden? Ich brauche ein bisschen Platz. Hör doch ab. Der ist total lieb. Der macht gar nichts. Ne? Den kann man hier ruhig überall anfassen. Was drehst du denn hier mit dir rum? Katzenstreu? Pfui. Ja, muss ich sauber machen. Da muss ich nichts abziehen. So. Jetzt. Guck mal, wo du überall drauf liegst, auf Scheren und so. Hm? Dann gucken wir uns das nächste an. Willst du mitgucken? Ja? Guck mal. Hey, nicht kaputt machen. Guck mal, wie schön das ist. Guck mal. Na, nicht treten. Guckt euch mal das Böckchen an. Wie hübsch das ist. In Vintage. Oh, so schön. Das sind so Faltboxen, ne? Und Standschriften. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Sind das alles herzliche Glückwünsche? Schau mal. Nee, ihr hör auf zu treten. Nee. Das sind verschiedene. Oh, wie schön. Genieße die Zeit. Oh, toll. Junior. Denn? Ach, guck mal. Könnt ihr es überhaupt richtig sehen? Geburtstagspost und dann mit dem Briefumschlag und dem Vögelchen hier. Oh, du hast ja schöne Stanzen. Mit besten Wünschen. Nicht da dran gehen. So. Dann hier. Du schaffst das? Ach, toll. Na. Oh. Das ist immer so eine Sache bei diesen Zarten, ne? Da muss man immer richtig aufpassen. Ach, guck mal. Schutzengel.
Gratulation. Kann man das überhaupt richtig sehen? Dann haben wir hier nochmal. Ich drehe mal hier um und lege das mal hier auf mein. Nee, so. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nochmal mit besten Wünschen. Und das in diesem schönen Glitzerpapier, ne? Das mag ich, ne? Ich mag das auch gerne so auf Karten drauf machen. Nochmal hier mit besten Wünschen. Genieße die Zeit. Happy Birthday. Von Herzen. So. Oh, wie passend. Frohe Ostern. Oh, wie schön, dass du geboren bist. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ein Danke. Oh, dann, oh, nochmal eins von den. Na, jetzt hat sie ein bisschen verhüdeltüdelt. Katze. So. Ja, nochmal ein von diesen hier. Geburtstagspost. Der Kater tritt mich. So. So, jetzt. Nochmal ein anderes Danke. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Jetzt, oder? So ist besser, ne? Ja. So. Nochmal der Schutzengel. So. Ach, so schön. Guck mal, zum neuen Lebensjahr. Die besten Wünsche zum Geburtstag. Hast aber auch schöne Stanzen. Gefallen mir alle. Hier haben wir ein Gute. Da lasst du dazu gehörige alles. Ich halte es mal zum Kater hin. So. Hab nur nicht so viel gebracht. Nerv das hier auf mit deinen Öhrchen. Noch ein Du schaffst das. Gleich sind wir damit durch. Noch ein Happy Birthday. Noch ein von Herzen. So, und hier drin haben wir noch einen herzlichen Glückwunsch. Ein Danke und noch ein Danke. Jetzt packe ich den mal wieder da rein. Katze. Das ist ja alles gut und schön. Das ist ja auch süß, dass du hier bist, ne? Aber das geht so nicht. Du musst leider gehen. Komm. Ich muss dich hier runter tun. Komm. Na komm. Komm. Ja, auch wenn du dich jetzt putzt, du musst jetzt hier runter gehen, komm. Nein, du gehst jetzt hier runter, komm, mein Großer, komm. Sag tschüss und arriva. So, das funktioniert nicht mit dem hier, wenn der hier liegt.
So, jetzt kann ich weitermachen. Ich nehme noch ein Döschen raus. Das hat sich umgedreht. So. Ach, schaut mal. Hier ist noch einer von diesen schönen Schmetterlingen. Und diese Vintage-Döschen. Ach, das war offen. Das war offen. Dann kann ich ja hier die Bändchen jetzt so lange reintun. Dann fliegen die hier nicht rum. So, das war so. Das tue ich ja mal direkt hier zur Seite. Dann. Ich glaube, die Post ist nicht sehr sanft damit umgegangen. Weil, nicht, dass ihr denkt, ich bin das. Schaut mal. Das ist echt nicht wirklich schön, ne? Hier hat sich was verkrallt. Und guck mal, die Böckchen hier, ne? Die sind so schön. Ich glaube, das gehört so, aber das will gerade nicht. Oder gehört das so? Guck mal, wie schön die sind, ne? So, und hier, guck mal. Also nicht, dass ihr denkt, ich gehe hier nicht gut mit den Sachen um. Ich befürchte, da ist die Post echt nicht nett mit umgegangen. Aber gut, ne? Kann passieren. So, diese Böckchen sind auch so hübsch und hier oben mit dem Schmetterlingsverschluss ganz bezaubernd. Ganz, ganz, ganz bezaubernd. Oh mein Gott. Oh. Und ich denke mal, da ist nämlich vorhin auch die, na, wie heißt es denn jetzt? Ich hatte das vorhin noch. Die Fassung. Ist bestimmt hier raus gewesen, ne? Ist hier rausgefallen. So, ich hole sie mal alle raus. Und dann schauen wir uns sie gemeinsam an. Oh mein Gott, ganz viele Fassungen und Rahmen. Und oh, Wahnsinn. Oh my goodness, Tanja. Wow. Wow, wow, wow. Hier. Da kann man so viel mitmachen. Da muss man ja jetzt nicht ein Cabochon reinmachen, ne? Da kann man ja Bildchen gut reinmachen. Guckt euch das mal an. Und wie viele das sind. Boah, ich werde verrückt. Ganz, ganz, ganz toll. Ich tue die auch gleich mal hier wieder rein. Und hier. Bronze. In Silber, in Bronze. So schön. Und dann auch, guck mal hier. Mit diesen Mini-Breads. Sehr, sehr cool. Weil ich jetzt bei der lieben Jutta von Funkelkram gesehen habe, dass die immer ganz, ganz wichtig sind, diese Mini-Breads. Muss ich mal schauen, wo ich die bekomme, diese Mini-Breads. Weil die haben ja hier fast alle, ne, diese zwei Ösen. Dass man die ja alle befestigen kann. Ich meine, das hier ist ein bisschen größer, da ist es eigentlich ein Anhänger, ne? Aber da kann man ja auch mit dem Brett befestigen, bei den Rahmen hier. Oh, die sind so schön. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Hier. Guckt euch das an. Jede Menge viel. Oh mein Gott. Die sind alle so schön. Oh. Da kann man ja echt alles möglich machen. Da kann man halt ein Cabochon drauf machen. Man kann ein Bildchen reinmachen. Ein Blümchen drauf. Die sind so vielseitig, ne? Einfach nur schön. Ich weiß gar nicht, ob das da rein sollte. Ist das da? Das ist so ein Holzanhängerchen, ne? Auch hübsch.
Solche. Och, den kann ich mir richtig vorstellen. Schön irgendwas reinmachen und dann als, ne, so Gebamsel an so einem Journal. Och, wie toll. Dann in schwarz. Hier noch ein schwarz und hier. In klein, in groß, in ganz groß. Ja. Wie schön die alle sind. Ja, guck mal, hier sind auch die ganz kleinen. Tatsächlich, was ich da vorhin mit reingetan habe, wo hole ich das nachher wieder raus? Kommt dann zu diesen hier alle. Wo ist das ein dickes? Das ist ja richtig Guss hier. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier in Herzform. Wie hübsch. Ja, ganz viele von diesen Tropfenformen. Boah. Ganz viele von diesen hier. Wahnsinn. Da kann ich ja echt Kisten und Journals verzieren, bis ich umfall. Guck mal. Wow. Der helle Wahnsinn. Wie cool die alle sind, ne? Tanja! Ja, bist du denn des Wahnsinns? Gut, dass ihr wisst, wie ich das meine. So viel! Bitte! So schön! Ja. Zauberhaft. Ich das hier wieder alles meiner Familie zeigt, ne? Schade, dass die nicht mal da sind, wenn ich hier ein Video mache. Ne? Dann wird man nämlich hören. Oh, ah, oh, wie schön. Hm. Nur die können auch alles kommentieren. Die sind nicht so sprachlos wie ich. Hier nochmal Herzchen. Ups, entschuldigt bitte. Ich hoffe, hoffentlich hat man es nicht gehört. Mein Magen knurrt, ich habe Hunger. Und hier so eins. Oh. Und hier die ganz kleine. Oh, danke schön. Oh, sind die schön, ey. So, so schön. In diesem schönen Böckchen hier. Mann. Dankeschön. Ich muss mal ein Stückchen trinken. So. Ist ja nicht so, dass das jetzt alles gewesen wäre. Wow. Dann nehme ich gleich mal die nächste von diesen Boxen. So. Nochmal so eine Schmetterlingsbox. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Oh! Oh! Holzteilchen. Holzteilchen. Guck mal hier. Dieser mega schöne große Schmetterling. Die Pilzchen hier. Oh! 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 Auch wieder ganz viel. Boah! Ja, die sind ja immer gut für Boxen und so, ne? Die ganz dicken. Ach, guck mal. Wie niedlich. So ein Drache. Hier, ein Eichhörnchen. Blätter. In verschiedenen Dicken auch wieder, ne? Ja, ja. Sind die schön. Und die Decken sind natürlich auch geeignet. Wofür noch? Mixed Media. Ne? Ja, ich mach's nochmal. Ist ja gut. Ist ja gut.
Hier noch mehr. Seht ihr? Das muss ja einfach, ne? Oh, guck mal, noch einen großen davon. Hier. Wie niedlich. Diese kleine Drachen. Ein Nikolausstiefel. Noch ein Eichhörnchen. Noch mal ein Pilz. Ein Pilzschmetterlingchen. Ah, toll. Und Blümchenblätter. Hier Blümchen. Herzen. Oh, wie süß. Igel, Igel, ne? Noch mehr. Guckt euch das mal an. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hier. Wow. Ein kleiner grüner Kaktus. Die draußen am Balkon. Dann so ein Herz. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, schön zart. Und hier ein dicker Tannenbaum. Da werde ich auch sortieren. Etwas kommt natürlich in die Weihnachtskiste, ne? Hier haben wir noch mehr von den Blümchen. Ach Gott, ist der niedlich. Guck mal. Ein Elf, oder? Ist doch ein Elf. Ja, das ist ein Elf. Noch mehr Kakteen. Noch mehr Pilze. Noch mehr Blätter. Christbäume. Eine Tulpe, eine doppelt gemoppelte. Noch mehr Schmetterlingchen. Noch mal ein Kaktus und Blümchen. Noch mal eine Tulpe. Ja, die erkenne sogar ich, ne? Tulpen. So, Blümchen. Hier ist noch mal so ein Drache. Und hier Filzblümchen. Noch mehr Blümchen. Und noch mehr Filzblümchen und Schmetterlinge. Und hier haben wir... Nee, ist kein... Ist doch... Nee, ist doch kein Monstera, ne? Oder? Ach, ist doch egal. Ist ein schönes Blatt. Nochmal Kakteen. Ein anderer Christbaum. Oh, guck mal, die Kürbisse. Wie niedlich. Was haben wir denn hier? Ein Seepferdchen? Soll das ein Seepferdchen sein? Was meint ihr? Ein Seepferdchen? Ja, ne? Ja, sicher. Du, diesen Seepferdchen. Niedlich. Blümchen. Und ja, hier sieht man auch, das sollen Monstera-Blätter sein. Geschenkchen. Von diesen Röschen habe ich ja schon welche, ne? Die hatte ich ja von Susi bekommen. Und ich habe auch schon welche verbraucht. Jetzt habe ich Nachschub. So. Ach, guck mal, hier ist der. Ich schütze mal aus. Ha! Nochmal so ein Weihnachtsstiefel. Und hier noch mehr Elfen. Hier. Eine Nummer größer. Wie niedlich die sind. Noch ein Herz. Mehr Blätter und hier sind noch mehr Monsteras und die kleinen Weihnachtsbäume, noch mal Röschen bis zu einem ganz kleinen Blatt. Super schön, danke schön. Wow. Ja, da reicht meine Kiste für diese Holz-Embellishments ja gar nicht mehr aus. Oder ich muss die alle mal auspacken. Ich habe manche noch verpackt, dass ich die alle dann so in die Box rein tue. Aber ich war bisher zu faul, die aus den Umverpackungen rauszuholen. Aber jetzt wird Zeit, denke ich.
Ne, ich habe ja hier echt Platzmangel bei mir. Beziehungsweise muss ich mich noch ein bisschen besser organisieren. So. Die packe ich jetzt mal schnell da rein und da muss ich mal ganz kurz Pause machen. Ich muss nämlich für kleine Mädchen. Bis gleich. Ach, geschellt. So, da bin ich wieder. Und ich hole jetzt noch mal die nächsten Böckchen raus. Das sind wieder so schöne Böckchen. Diesmal mit Schleifen. Und eine andere Form haben sie, aber die sind nicht weniger schön, ne? So. Jetzt nehme ich die hier. Oh. So. Und wow. Ja. Solche hatte ich schon mal für Weihnachten, aber das ist ja jetzt eine ganz andere Hausnummer. Wahnsinn. Cool. Ja, jetzt habt ihr mich ja endgültig, ne? Weil mit diesen kann man auch perfekt Mixmedia an. Ne? Also muss ich da noch mal ran. Aber was heißt, ich muss da noch mal ran? Ich wollte es ja sowieso versuchen. Und wenn man so tolle Hilfsmittel hat, geht es natürlich einfacher. Alles Blümchen. Guckt euch das an. Ich tue die mal direkt wieder hier rein. No? Hier diese Rosen. Ja, für mich sind das Gänseblümchen oder Nelken oder wie auch immer. Dann diese hier. Diese. Sonnenblumen. Diese. Bei denen hier weiß ich immer nie, wie die heißen. Ja, ich glaube, die wiederholen sich jetzt hier auch und die sind alle ganz, ganz toll. Und ich denke, wenn man die verarbeitet, die kommen richtig gut zur Geltung. Ich habe schon eine Idee, wie ich das machen kann. Vielleicht fange ich erstmal an mit einem kleineren Projekt und probiere mich da ein bisschen rum und dann zeige ich euch das natürlich hinterher, ne? Wenn ich soweit bin. Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstelle. Ja. So, so schön. Dankeschön. Boah, und die Menge, ne? Das ist unglaublich. Unglaublich. Mann, Tanja. Sonst weiß ich immer, was ich quatschen soll. Sonst kriegt man mich kaum mundtot. Aber bei sowas, nee, da bin ich hin und weg. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Tja, so ist das, ne? Ich hole mal direkt die nächste von diesen Schleifenböckchen. Um noch sprachloser zu werden wahrscheinlich. So. Oh ja, ich ahnte es. Und das Ganze nochmal in Gold. Guck mal. Ich hole die diesmal nicht alle raus. Ich denke, das sind alles die gleichen, nur halt in Gold. Ja, so ist es auch. Wahnsinn! Wie viele denn bitteschön? Ich werde mir die Mühe machen. Ich werde die zählen, ne? Nicht jetzt, aber ich werde es tun. So, meine Lieben, bei dem, was ich jetzt hier sehe, erfasse ich sofort, ich brauche Platz. Das heißt, ich muss hier alles an die Seite räumen, weil jetzt ein ganzer Batzen noch kommt. Und es passt hier nicht hin. Deswegen muss ich einmal Platz schaffen. Und dann bin ich gleich wieder da.